Ja, hallo, ich bin Christoph und ich nehme dich gerne mit bei meiner Reise nach Sizilien. Das Ganze wird ein bisschen ein Mix aus Kultur und mit dem Motorrad die Landschaft genießen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib gerne dran. Heute ist Sonntag, der 3. April. Ja, letztes habe ich ja gesagt, ich werde in die Altstadt gehen. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich dazu entschlossen, vom Quartier zu Fuß runter zu gehen. War schon ein Stück, aber immer dachte, ja, nehme ich gleich mit die Eindrücke von der Stadt eben zu Fuß. Ja, muss ich sagen, die Vorstadt ist, wie auch schon vorhin gesehen, ziemlich dreckig. Also der Müll liegt ziemlich viel herum. Ja, aber ich bin dann eben reinkommen, dann zur Altstadt. Da bin ich dann gleich durch einen Markt gekommen. Markt war cool zu sehen, also links rum die Stände, da bin ich durchgegangen. Und die Altstadt ist eben wirklich schön. Also, das ist meine Empfehlung, wenn man Palermo anschaut, dann reicht fast die Altstadt. Ich bin noch am Hafen runter, haben wir dann die Segelboote ein bisschen gegeben, Kaffee getrunken, die Zeit einfach genossen. War richtig cool. Basilika habe ich gelesen gehabt, dass man da aufs Dach raufkommen soll. Leider war, wie ich dort war, nichts angeschrieben. Habe ich eben nicht gesehen, dass man irgendwo raufkommt. Von daher habe ich es nur innen gesehen. Innen ja, halt normale Basilika. Schon groß und der Vorplatz auch schön. Treibender Menschen zu sehen. Also war eigentlich ein cooler Tag. Dann habe ich ja Standort gewechselt. Wie man sieht, bin ich ja im neuen Quartier. Ich bin da jetzt in Calodoro. Das ist ein kleines Bergdorf, gleich bei Taormina rauf. Und ja, ist cool, gefällt mir. Also da ist wieder kleine Küche hinten, Bett, Badezimmer, alles was man braucht zum Sehen, mit sogar so einem kleinen Balkon. Aber schauen wir mal uns die Fahrt an, was ich jetzt so in etwa gemacht habe. Leider hat das Navi das jetzt nicht so aufgezeichnet. Macht aber nichts, ungefähr, weil sie wissen, tue ich es ja eh. Also ich bin ja Palermo gestartet, bin dann rein, dann hat mich das Navi gleich immer da weitergeschickt Richtung Autobahn. Ich wollte eigentlich ursprünglich die Küstenstraße entlang fahren. Und dadurch, dass ich auf der Autobahn war, habe ich mir gedacht, man hat das jetzt falsch und bin abgefahren auf die 121, weil ich im Reiseführer gelesen habe, okay, die 120 soll recht schön sein auf dem Fahren. Wie ich dann gesehen habe, okay, das geht da doch in die verkehrte Richtung. Wieder umdreht, dann wieder oben die 113er, wo dann immer wieder kleine Ortschaften sind und Geschwindigkeitsbeschränkungen. Dann das Navi wollte mich immer wieder hochleiten, so dass ich dann doch die 120 gefahren bin. Dann bin ich eben so die 120, muss ich mich kurz orientieren. Genau, da ist eh die 120, also da die 120 bin ich dann entlang. Wetter war suboptimal, hat dann zum Regnen begonnen, die Straßen total unberechenbar, also hinter jeder Kurve kann ein großes Schlagloch sein. Das heißt, die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die dort sind, die 50 km/h oft und lang, machen auch wirklich teilweise Sinn, weil man einfach nicht weiß, was hinter der nächsten Kurve ist. Das heißt, das war wieder eine relativ lange Fahrerei, obwohl gar nicht so viel Kilometer in Summe, aber hat
hat dann doch relativ lang gedauert. Ja, ich bin dann eben runter und je mehr man Richtung Osten kommt, desto besser sind die Straßen noch geworden. Also ich bin jetzt da in Gallo d'Oro, das ist eben da ein kleiner Ort bei Taormina. Also landschaftlich, wenn man das Wetter gut erwischt, muss ich sagen, ist das sicher auch eine schöne Strecke. Also man hat da wirklich die Bergdörfer, was man sieht, also die Dörfer, die Städte, die was in den Hügeln reinbaut sind, das ist dann schon cool. Nur bei mir ist es dann halt immer wieder regnerisch. Temperatur hat gestartet bei 14 Grad Palermo, das war okay, ist dann leider runtergegangen so auf 7 Grad. Gut, bin auch immer höher gekommen, war so bei 1000 Höhenmeter, glaube ich, im Schnitt. War dann so bei 7 Grad, irgendwann ist dann runtergegangen auf 4, das ist dann schon ungut geworden. Ja, aber in Summe muss ich sagen, im Nachhinein, ja, war schon cool. Ich habe dann auch so einen Regenbogen, einen riesengroßen gesehen, also wirklich richtig breit. Und dann dachte ich, ja, jetzt empfängt mich der Osten, jetzt fängt es an. Und ja, ist auch so, also das Wetter wird jetzt immer besser, also genau. Gestern war ich ziemlich planlos eigentlich. Ich habe mir gedacht, ja, fahren wir einfach mal Richtung Strand. Bin dann auch gefahren, haben wir dort den Campingsessel dann einfach aufgestellt, habe dann die Zeit am Meer genossen, einfach mal nichts tun, in der Sonne sitzen, wenn die Sonne rausgekommen ist. Die Wolken sind immer wieder durchgezogen, das heißt, wenn die Sonne hinter den Wolken war, der Wind am Meer geht ja sowieso. Ist nicht kalt worden, aber mit Sonne war es richtig warm. Und haben wir dann einen Campingkocher mitgenommen, haben wir Kaffee gemacht und habe da mal die Zeit genossen. Dann bin ich weiter Richtung Catania runtergefahren, also von Taormina, so die einfach die Hauptstraße runter Richtung Catania. Ja, also italienischer Verkehr ist jetzt, glaube ich, eher im Begriff. Es gibt eigentlich keine Verkehrsregeln. Sperrlinie egal, Geschwindigkeitsbeschränkung egal, eigentlich so ziemlich. Man fährt einfach so, wie man durchkommt. Man schaut, dass man, wenn man vorne ist, ist man vorne, fertig. Das ist so ungefähr die Regel. Das heißt auch, die Geschwindigkeitsbeschränkungen, was zwischen den Dörfern sind, man fährt einfach im Verkehr mit und die Straßen sind auch gut. Also war es im Grunde eine schöne Fahrerei. Man hat das Meer im Blick.
Dann bin ich eben nach Catania rein, nachdem ziemlich planlos, ja, bin ich einfach drauf los und bin dann dort wieder in die Basilika, habe das Moped dann dort abgestellt, dann auch ein bisschen in die Stadt hinein, ins Zentrum, da gibt es die Basilika, die wirklich groß und schön ist, hat mir besser gefallen als in Palermo. Und gleich nebenbei kam man dann auch aufs Dach hinauf und da bin ich dann rauf, habe dann einen schönen Überblick gehabt und ja, war cool. Ja, Gallo Toro, die Ortschaft, wo ich bin, ist eben so ein kleines Bergdorf, habe ich eh gesagt. Schauen wir kurz raus, viel sieht man nicht vom Balkon, aber ein bisschen zumindest. Also man sieht da hinten Berge und richtig kleine Ortschaft. Ja, und da hinten ein Blick runter auf Taormina mit dem Meer. Von vorne wird man jetzt mehr sehen, aber Balkon. Ja, schauen wir, ob ich nachher noch eine Aufnahme davon mache. Ja, soweit war das einmal von mir. Ich werde jetzt noch ein bisschen in den Süden runterfahren und schauen wir, wie es weitergeht. Mich dann wieder bei euch. Und zwar ist heute Dienstag, der 5. April. Das heißt, es sind jetzt schon ein paar Tage vergangen, von denen ich gerne berichten möchte.
Ja, ich habe gesagt, ich werde den Süden runterfahren. Das Ganze war dann am Sonntag. Ich zeige euch da gleich wieder die Karte. Und zwar bin ich wirklich bis zum letzten Zipf runtergefahren, nach Porto Palo di Capo Passero. Ich bin ja von Taormina, also Gallo d'Oro, den Ort, natürlich die kleine Serpentinen wieder runter, bin ich dann einfach über die Autobahn runtergefahren und dann eben bis zum Hafen. Ja, am Hafen ist immer ein gutes Lokal. Natürlich Hafen, also habe ich Spaghetti mit Scampi gegessen. Wenn man da schon natürlich am Meer ist, ja, sollte man auch das Regionale dann natürlich von dort essen. Die waren auch wirklich gut. Ich war mir zwar nicht ganz sicher, wie ich die Scampi richtig zerlegen soll, weil das waren so kleine Krabben mit Scheren, quasi ein ganzes Eintopf und dazu dann die Spaghetti. War aber wirklich gut. Ja, und retour habe ich nämlich bei der Hinfahrt erfahren, dass die Region bei Ragusa so schön zum Fahren sein soll. Also bin ich dann die Landstraße nach Ragusa hoch, also Ragusa, nicht hineingefahren, sondern nur die Straße entlang und dann quasi wieder retour rein nach Catania und von Catania dann wieder hoch über die Autobahn. Und ich muss sagen, die Strecke ist eigentlich meine Empfehlung. Das war eine richtig schöne Fahrerei. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also gleich so der Tipp von mir auch, gibt es im Navi nicht die schönste Route ein. Die schönste Route, da sucht er ja dann kurvenreich und enge Gassen. Und enge Gassen wollte er in Sizilien nicht fahren. Also, alles, was irgendwie leicht abgelegen ist, ist dann gleichzeitig die Müllhalde. Das heißt, überall, was nicht einsehbar ist, weiß ich nicht. Sizilianer fahren anscheinend gerne mit Müll spazieren, damit sie es irgendwo abladen. Sieht man immer wieder, wenn es irgendwo so versteckt oder bei einer Schnellstraße, bei den Raststätten seitlich, also nicht Raststätte, aber bei diesen Parkbuchten, da wird dann einfach der Müll abgelagert. Ja, nur, dass man gleich Bescheid weiß. Süden ist richtiges Anbaugebiet, das heißt, da kommt man dann rein, man hat dann Orangen und Zitronenplantagen, wo dann schon die Früchte tragen und viele so Gewächshäuser, die also mit weißem Stoff überzogen sind. Gut, das ist jetzt dann natürlich nicht optisch so schön, die Gewächshäuser, aber wenn man dann bei Ragusa raufkommt, kommt man dann so leicht einen Berg hinauf und dann wieder runter und hat so leichte Übersicht um die Umgebung. Und ja, also ist wirklich schön, ist meine Empfehlung. Es ist, würde ich auf jeden Fall die Straße nehmen, also würde ich euch empfehlen.
Genau, Montag gestern habe ich mir einfach einen Faultag gegönnt und habe dann einfach gelesen, endlich das Buch zu Ende gebracht. Und ja, einfach genossen, war dann eigentlich nicht am Moped aus, am Abend kurz rein in die Stadt runter. Ja, also gibt es nicht groß zu berichten. Und heute dafür wieder schön Kilometer gemacht. Zeige ich euch gerne wieder auf der Karte. Und zwar bin ich von Daumier gestartet. Genau, habe dann gesagt, wir sollen auch die schönste Route quasi führen. Und mein Ziel war Caltagirone zu kommen. Und nachdem ich die schönste Route gesagt habe, hat er mich da gleich Richtung Etna geführt. Und nachdem ich gesehen habe, dass ich eigentlich jetzt genau da bin, habe ich ihm gleich neues Ziel gegeben, bin dann in Etna eben hoch zum Parkplatz. Die Straße ist eigentlich schön zu fahren. Es sind immer wieder so kleine dunkle Flecken, wo man glauben könnte, dass das der ist. Aber das ist Lavaasche, also eigentlich so Sand. Und ich möchte nicht wissen, was das Vorderrad macht, wenn man da so schön reinkommt. Und ja, also ein bisschen vorausschauend fahren, aber prinzipiell ist die Straße gut und man kann da richtig schön hochfahren. Hab dann eben oben einen Kaffee genossen. Es gibt dann noch Seilbahn hoch, aber ja, war es mir dann eigentlich nicht wert an die Zeit, weil ich eben dann doch mir dachte, aber es geht sich noch aus, dass ich runterfahre nach Caltagirone. Bin dann eben runter. Dann war ich noch auf schönster Route eingestellt, so beim Etna da runter, war ich noch auf schönste Route eingestellt und irgendwann ja, kommt man dann halt immer diese kleinen Gassen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, stellt es am Navi einfach schnellste Route ein und bleibt auf den größeren Straßen. Die kann man fahren, die sind schön zum Fahren, landschaftlich ist sowieso schön. Spart sich den Stress bei den kleinen Gassen, das ist nicht gut asphaltiert und auch immer wieder der Dreck, obwohl Osten das besser ist als im Westen. Trotzdem ist noch immer der Dreck vorhanden, im Westen war es aber schlimmer. Genau, da bin ich jetzt dann runtergefahren, bin aber bei El Paso vorbei. Und dann muss ich schauen, ja, ist dann quasi da runtergegangen. Ganz genau habe ich es jetzt nicht im Kopf, aber es müsste die Straße gewesen sein. Und da bin ich dann nach Caltagirone reinkommen. Und Caltagirone, das ist so die Keramikstadt. Also Anfang des 20. Jahrhunderts sollen da 8000 Keramikarbeiter gewesen sein. Mittlerweile gibt es jetzt noch immer 80 Betriebe mit Keramik und da gibt es dann eben auch eine wunderschöne Treppe. Aber das Schöne ist eigentlich, wenn man da die Straße dann hochkommt, dann hat man schon den Blick auf die Altstadt und da, ja, da ist halt eine riesenschöne Kirche und man sieht das dann in den Berg reinbaut, das ist ein richtig schöner Blick, wenn man da hochkommt. Und dann bin ich eben reinkommen und durch die Gassen gefahren. Gut, die Gassen sind natürlich Kopfsteinpflaster, manchmal natürlich auch ziemlich steil, das heißt auch anspruchsvoll. Aber irgendwie ist das cool, wenn man durch die engen Gassen da in der alten Stadt durchfahrt,
bin dann eben auf der Suche nach einem Lokal gewesen, haben wir dann eben einen Parkplatz gesucht und habe dann auch traditionell so Pizzabrot gegessen, also Pizzabrot, ähnlich Pizza eigentlich. Ja, war gut. Und dann noch durch die Stadt ein bisschen marschiert und dann ist eh wieder retour gegangen, ziemlich dieselbe Strecke, nur dass ich dann in Catania eigentlich auf die Autobahn aufgefahren bin. Man spart sich da doch einiges an Zeit und ist jetzt auch nicht so teuer und die Küstenstraße bin ich schon gefahren, darum denke ich mal, fahre ich, also habe ich lieber mehr vom Tag.